Herzlich willkommen, guten Morgen, hallo liebe Clubmitglieder, hallo liebe Gäste. Willkommen zu einer neuen Runde Market Roundup und wir sind in der Zeit, die relativ ruhig ist, aber doch relativ positiv ist für Investoren, kann man so sagen. Es geht so langsam, aber stetig Stück für Stück bergauf, kann man sagen. DAX auf neuem Allzeithoch, also wir klettern immer weiter Richtung Norden, kann man sagen. In den USA noch ein bisschen verhaltener, wir werfen gleich einen Blick drauf. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist diese Woche nochmal spannend, wenn es an die Wirtschaftsdaten geht, auch spannend, wenn es an die Leitzinsen nochmal geht. Da wird zwar aktuell keine große Veränderung erwartet, aber wir haben es in der Vergangenheit gesehen, die Zentralbanken sind ja immer wieder offen für Späße, für quasi Späße in der Richtung, dass sie unerwartete Entscheidungen treffen. Das werden wir uns mal ansehen und deswegen wird diese Woche noch spannend werden. Aber ja, bevor wir in den Ausblick blicken, einmal einen Blick auf das, was in der letzten Woche passiert ist oder was so gerade die wichtigen Themen sind an den Märkten. Zinssenkungen werden jetzt konkret eingepreist, kann man sagen. Wir hatten ja erst so eine lange Zeit, in der man so mal darüber nachgedacht hat, könnte es denn passieren, dass es wirklich Zinssenkungen gibt, in der näheren Zukunft gibt. Und jetzt rechnet man tatsächlich an vielen Stellen mit einer Zinssenkung ab dem ersten Quartal 2024. Also da sehen wir das gleich auch nochmal in den Anleihen und Anleihenrenditen, muss man sagen. Es gab positive Arbeitsmarktzahlen, also bessere als im letzten Monat. Dort waren sie ja deutlich schlechter als eigentlich erwartet. Dann gab es ja diese Euphorie, dass man gesagt hat, hey, vielleicht gibt es doch keine Zinserhöhungen mehr. Da ist das Ganze so richtig auch mit ins Rollen geraten. Diesmal waren sie ein bisschen besser, aber dafür Wirtschaftszahlen, die nicht ganz so positiv waren. Also beides befindet sich so ein bisschen da im Konkurrenz. Inflationserwartungen, auch die sinken, zumindest der Konsumenten, die sinken. Man erwartet nicht mehr so hohe Preissteigerungen. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Und ja, der Bitcoin erwacht auch wieder zu einem Leben. Über 40.000, eine ganze Ecke ein bisschen nach oben geschwellt, dann auch wieder runtergekommen. Auch da können wir gerne mal einen Blick drauf werfen. Wir starten aber wie immer mit einem Blick auf den DAX und ihr wisst das, ich habe hier gerne mal in blau eingezeichnet, wo wir in der letzten Woche gestartet sind und es ist das, was ich gerade eben beschrieben habe. Wir gehen so in leichten Treppchen stetig bergauf, muss man sagen, immer mal wieder ein bisschen und das ist auch das Positive, was man eigentlich hier mitnehmen konnte. Also seit dem Tief jetzt hier Ende Oktober haben wir wirklich eine ganze Strecke gemacht von ungefähr 14.000 auf jetzt 16.800 und noch ein paar zerquetschte, wie gesagt, auf einem neuen Allzeithoch. Insbesondere auch dadurch angekurbelt, dass wir diese Hoffnungen auf Zinssenkungen haben, die jetzt auch wirklich konkret im Markt eingepreist sind. Die Industrieproduktion ging erneut zurück. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man doch sieht, dass Deutschland sehr, sehr leidet unter dieser Kombination aus Inflation, Energiepreisen, schwächender Wirtschaft. Und auch das sind Indikatoren, warum man sagt, hey, eventuell geht da wirklich nochmal was in Richtung früher, schneller Zinssenkungen, natürlich immer nur in dem Anbetracht, dass die Inflation mitspielt, was sie zunächst aber getan hat. Deutlich, wie gesagt, haben wir diese Entwicklung auch in den 10-jährigen Bundesanleihen gesehen. Auch hier sind wir jetzt mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Mai 2023. Man kann es hier gut ablesen. Also hier sind wir ja wirklich ein ganzes Stück wieder berg runtergekommen. Auch hier in Blau sieht man, in den letzten Tagen ging es immer wieder nochmal ein kleines Stück bergab. Wir sind zwar nicht mehr diese Riesenschritte gegangen wie zuvor, aber auch hier sieht man, wir haben einen deutlichen Rückgang der 10-jährigen Bundesanleihe. Alle, die jetzt gerade sich Häuser ansehen, die werden sich freuen oder die Häuser zumindest finanzieren wollen, denn natürlich auch die Hypothekenzinsen, die gehen auch wieder ein ganzes Stück Berg runter, also man sieht schon eine deutliche Entspannung, zumindest was diesen etwas längerfristigen Markt betrifft. Und das nicht ohne Grund, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine ganze Strecke gemacht, auch von diesen 3% runter. Und man erwartet, wie gesagt, im nächsten Jahr, in 2024, Zinssenkungen um bis zu 1,5% mittlerweile von der EZB. Und das ist natürlich eine ganze Menge, also von 4 wieder runter auf 2,5%. Und dann kann man sich auch wieder ausrechnen, warum das hier so grob wieder passt mit diesen 10-jährigen Bundesanleihen. Wenn es doch relativ schnell schon im nächsten Jahr wirklich bergab gehen sollte, dann sehen wir natürlich wahrscheinlich hier auch nochmal eine weitere Entspannung und würden uns tendenziell vielleicht dann wirklich bei diesen um die 2% einpendeln. Viele langfristige Kreditnehmer würden sich zumindest freuen, denn Aktienmarkt freut es aktuell aber auch. Wir gucken auch nochmal auf den S&P 500. Auch der hatte eine positive Woche, auch da mit etwas
weniger Volumen, kann man noch sagen, als es vielleicht auch in Deutschland der Fall war. Also wir hatten eher so ein bisschen eine schwankendere Woche. Man sieht es ja mit Auf und Ups in dem S&P 500-Gefilde. Aber auch hier haben wir wirklich den höchsten Stand erreicht, jetzt seit April 2022. Also noch nicht auf einem Höchstniveau, wie wir es beim DAX gesehen haben, aber auch wieder ein ganzes Stück bergauf. Also man sieht hier, 2023 waren wir noch überhaupt nicht auf diesem Niveau. Die Ölpreise kommen weiter runter. Das freut natürlich auch die Aktienmärkte, weil es wieder ein bisschen die Inflation abflachen lässt und dementsprechend auch eine günstigere Refinanzierung oder Finanzierung generell für die Unternehmen bedeutet. Ansonsten hatten wir aber eine relativ ruhige US-Woche, muss man sagen, zumindest wenn man auf den S&P 500 blickt. Wir können gerne auch nochmal den Blick schweifen lassen auf ja, die anderen Unternehmen quasi hier aus den USA oder beziehungsweise die anderen Indizes aus den USA. Dow Jones ist natürlich immer wieder so ein Spiel für alle, die auch aktiv traden. Da sieht man es ganz deutlich. Der befindet sich auf ähnlichen Pforten, muss man sagen. Hier das Hoch vom Januar 2022 wird hier gerade in Angriff genommen. Also da ist man nochmal ein Stück bergauf. Jetzt auch wieder bei hier über 36.000. Also auch der sehr, sehr positive Trend. Und ihr wisst ja, Momentum ist immer ein positiver Indikator für den Aktienmarkt, also solange das gehalten wird, freuen sich quasi die Aktionäre und auch hier beim Nasdaq 100 sieht man, da sind ja auch wieder die Hochs im Angriff, also auch hier sieht man die höchsten Niveaus des Jahres, dementsprechend relativ positive Stimmung, relativ beständige Situation auch dort oben, also wenn man sich auf diesen Niveaus erstmal zumindest hält, dann ist das positiv, man braucht aber natürlich, um dort durchzubrechen, dann doch nochmal die ein oder andere positive Nachricht, eventuell Zinssenkungen oder sehr, sehr positive Unternehmensnachrichten wären dann nochmal so ein Schwung, um das Ganze wirklich nach oben zu katapultieren. Nach unten würde es aber natürlich auch gehen, wenn es doch keine Zinssenkungen gibt, beziehungsweise nochmal eine Zinserhöhung. Auch das ist nicht ganz aus der Welt geschaffen. Man weiß ja nie, was wirklich passiert. Ich habe es gerade eben angesprochen, wir hatten zuletzt etwas bessere Arbeitsmarktdaten, dafür aber schlechtere Wirtschaftsdaten. Da steht man so ein bisschen im Konflikt und es kommt natürlich darauf an, wie die FED das auch interpretiert. Man könnte gegebenenfalls sagen, hey, wenn der Arbeitsmarkt gerade noch so resilient ist, machen wir nochmal einen Zinsschritt. Das wird aktuell nicht vom Markt erwartet, aber man weiß es natürlich nie und dementsprechend sieht man, dass wir uns auch so ein bisschen aufgrund dieser Diskussion in der letzten Woche auf diesem um die 4% Niveau in den 10-jährigen US-Anleihen geeinigt hat oder so gerade sich da so ein bisschen festfährt. Wie gesagt, da wird diese Woche natürlich auch nochmal ausschlaggebend sein, gegebenenfalls natürlich auch die Zu-Wort-Meldungen hier aus den USA oder auch aus Europa der Zentralbanken. Wir werfen noch einen Blick nach Asien. Auch da haben wir ja letztes Mal schon sehr stark darüber gesprochen, dass man an keinem guten Trend sich befindet. Auch hier sieht man wieder an der blauen Linie, wo wir in der letzten Woche gestartet sind. Wir sehen, es ging also noch ein Stück weiter bergab. Auch wenn man sich ein bisschen gefangen hat, es gab wieder erneute etwas negativere Analystenratings, diesmal in Richtung der asiatischen Banken. Da ist man so ein bisschen skeptisch geworden. Dann gab es neue Wirtschaftskennzahlen, die waren relativ überraschend, muss man sagen, denn die Exporte sind wieder angestiegen, wieder angezogen. Das war gar nicht so erwartet. Was man aber dafür gesehen hat, dass die Importe weiter abgenommen haben. Und auch das hat man nicht so erwartet. Das heißt, dieses Defizit wird gerade positiver und das gefällt dem Markt nicht ganz so gerne. Natürlich positivere Exporte freut man sich schon, insbesondere in die USA. Aber wenn man natürlich auch Importe weniger stark hat, dann merkt man, dass die inländische Nachfrage natürlich auch gerade nicht so stark ist. Also für das eigene wirtschaftliche Klima nicht ganz so positiv. Auch da, wie gesagt, befindet man sich so ein bisschen im Kampf und man wartet, muss man sagen, seit Wochen mittlerweile relativ vergebens auf positive Impulse und das sieht man gerade auch im Trend des Hang Sengs. Ein weiterer Blick noch zum Nikkei. Auch da verharren wir eigentlich weiterhin auf etwas höherem Niveau. Was ist eigentlich da gerade stark im Fokus? Ja, wir hatten zuletzt recht positive Quartalszahlen auch aus der asiatischen Welt, also insbesondere vom Nikkei. In Asien sah das Ganze an vielen Stellen ein bisschen kritischer aus. Was aber hier wirklich im Fokus steht, ist ganz klar der Euro-Yen oder generell der Yen-Kurs. Natürlich in Yen in jeglichen Währungen. Und es besteht gerade wirklich die Diskussion auch in Japan,
was macht man eigentlich mit unserer ultralockeren Geldpolitik? Wir wissen das, überall gibt es Zinserhöhungen, überall ist die Inflation schon deutlich vorangeschritten. In Japan geht das alles noch, was man aber halt merkt, ist, die Währung deutlich, deutlich an Wert abnimmt, was insbesondere natürlich an diesem sehr, sehr tiefen Zinsniveau liegt in Japan. Und dieser Yen-Kurs, der zuletzt jetzt wieder stärker geworden ist, das liegt genau daran, dass man halt vielleicht jetzt doch mal ein Ende dieser Politik sieht. Ich wechsle mit euch nochmal gerne auf den Euro-Yen-Kurs. Da kann man das Ganze nämlich wirklich gut erkennen. Für alle Trader, die haben da natürlich in den letzten Tagen auch das ein oder andere Signal gegebenenfalls dadurch erblicken können. Was wir aber hier halt deutlich sehen, ist, dass der Yen eine ganze Ecke zurückgekommen ist. Natürlich im Verhältnis der Rallye, der Euro-Yen in der letzten Zeit genommen hat, hier im Tief vom Mai 20 hoch von 114 mittlerweile auf über 164, da ist noch ein ganzes Stück, bis man wieder auf niedrige Niveaus kommt. Es ist ja auch noch keine Entscheidung gefallen, aber man sieht so ein bisschen, das Ganze steht überhaupt zur Diskussion und dementsprechend auch hier wirklich im Fokus der Euro-Yen-Kurs. Und das hat kurzfristig auch dem Nikkei so ein bisschen nach unten gezogen, weil natürlich auch hier andere Effekte daraus entstehen können. Dementsprechend, ja, das eigentlich so zum Nikkei und dem Markt. Wir blicken auch noch auf die Aktien-News der Woche und man muss sagen, diese Woche gab es gar nicht mal so viel, denn die Quartalszahlen sind zu großen Teilen vorbei. Das heißt, wir befinden uns in einer etwas abklingenden Zeit. Ein bisschen was gibt es doch noch zu erzählen, aber und zwar gibt es eigentlich jetzt schon die nächste Übernahme von AbbVie aktuell, in dem Falle von CeraVe. Und wer jetzt sagt, hey, das hatten wir ja letzte Woche schon mal, das ist vollkommen richtig. Auch dort gab es schon eine Übernahme von dem großen Konzern. Dabei war Immunogen der große Kandidat für ungefähr 10 Milliarden. Jetzt sind es hier 8,7 Milliarden für CeraVe Therapeutics. Und da muss man sagen, da ist das Ganze noch ein bisschen spekulativer, kann man fast sagen, hier zumindest aus Sicht von AbbVie. Denn diese Wirkstoffkomponenten, die man sich hier eigentlich gerade einkauft, die befinden sich noch nicht mal in der Endphase der klinischen Studien. Das heißt, hier gibt es noch ein bisschen was an Forschung zu tun. Aber man sieht ganz deutlich, hier setzt man gerade auf Konsolidierung. Also man hat einige Übernahmen, die man hier tätigen möchte im Markt. Und AbbVie kauft hier gerade ein, insbesondere natürlich für die zukünftigen Entwicklungen. Was wir auch gesehen haben, ist TUI, unser europäischer Tourismuskonzern, kann man sagen, der ja ordentlich ins Straucheln gekommen ist. Ich hole gerne einmal kurz den Chart raus, um euch das nochmal zu zeigen. Denn da sieht man das relativ deutlich, dass der sich in einem sehr, sehr deutlichen Abwärtstrend befunden hat. Also insbesondere ja seit den Hochs, die wir mal vor, jetzt müssen wir mal ein ganzes Stück zurückgehen. Ich gehe mal in den Wochenchart, damit es besser erkennbar ist. Ja, die wir natürlich mal vor langer, langer Zeit gesehen haben, wenn wir hier an die 99er, an die Dotcom-Zeit denken, aber natürlich auch seit 2018 haben wir einen deutlichen Abwärtstrend des Konzerns gesehen. Und was wir jetzt aber in den letzten Tagen gesehen haben, ist ja doch ein relativ starker Anstieg. Und dieser relativ starke Anstieg, den wir hier gesehen haben, war für die Aktionäre bestimmt auch mal notwendig. Was ist nämlich passiert? Ja, wir hatten einen sehr, sehr positiven Umsatz, muss man sagen. Also die letzten Quartale waren positiv für TUI, insbesondere auch die letzten Quartalszahlen. Und auch der Ausblick ist weiterhin positiv. Das heißt, man hat eine erhöhte Nachfrage und wirkt sich am Ende auf die gesamten Geschäftszahlen an. Insbesondere möchte man jetzt auch operativ wieder ordentlich mehr Geld verdienen. Das heißt, hier möchte man das Ergebnis 25% nach oben steigern. Eine ganze, ganze Menge. Also es wird spannend, wie sich das entwickelt in diesem Konzern. Aber aktuell zumindest mal positive Nachrichten für diesen Konzern. Sentinel One auch mit starken Quartalszahlen. Wir haben ja in den letzten Wochen auch über CrowdStrike gesprochen, auch ein Unternehmen, was wir sehr stark schon mal analysiert haben in unseren etwas tieferen Investmentwerkstätten. Auch dort gibt es wieder positive Nachrichten aus der Branche, also nicht nur für CrowdStrike, sondern jetzt auch für Sentinel One. Es geht um Cybersecurity, also um Internetsicherheit für Unternehmen und das Unternehmen hat hier auch wieder mit sehr positiven Quartalszahlen geglänzt. Wie gesagt, 42% der Umsatz höher als im Vorjahr und
da muss man sagen, erweitert man gerade seinen Kundenstamm, man erhöht aber auch die Ausgaben der Kunden, also genau das, was man eigentlich erreichen möchte. Es lag auch über den Erwartungen und dementsprechend hat die Aktie hier auch ordentlich zugelegt um plus 19%. Dann gibt es nochmal Nachrichten von Handyherstellern, die so ein bisschen die Landschaft verlassen haben, muss man sagen. Ericsson und Nokia, etwas exotischer, muss man sagen. Aber hier geht es um Aufträge von AT&T über die Errichtung einer Open RAN-Technologie. Das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert, um quasi da reinzusteigen. Aber es geht eigentlich um weiteren drahtlosen Netzverkehr, den Ausbau daraus. Und dort hat Ericsson quasi jetzt den Auftrag bekommen, Nokia nicht, und dementsprechend Ericsson hier deutlich zugelegt im Vergleich zum Erzrivalen Nokia, der natürlich eigentlich auch hier aktiv werden wollte. Das mal so zu den etwas exotischeren Nachrichten. Was ist noch passiert? Take-Two Interactive, auch wieder interessant und spannend. Wir haben ja vor, ich glaube 2-3 Wochen einmal dazu berichtet und wir haben es ganz deutlich sehen können, auch im Kurs. Ich gehe hier mal kurz in die Aktie von Take-Two rein. Es ist ein bisschen so ein Auf und Ab und es ist ganz lustig, wenn man verfolgt, was dort eigentlich passiert. Denn man könnte dann vielleicht denken, dass Take-Two nur aus einem Spiel besteht, nur aus GTA. Denn gefühlt drehen sich momentan alle Nachrichten genau aus dieser Ecke. Es gab nämlich zuerst die Ankündigung des Trailers für das neue GTA. Das heißt, es gab kein neues GTA, es gab nicht den Trailer zum neuen GTA, sondern wirklich nur die Ankündigung. Die Aktie ist daraufhin gesprungen, ein ganzes Stück nach oben gesprungen und hat sich dann auch positiv entwickelt. Jetzt ging es aber dann doch mal eine Ecke zurück, nämlich war der Trailer sehr positiv und wurde auch sehr positiv aufgenommen. Was aber das Problem ist, dass halt jetzt gezeigt wurde, dass das Spiel nicht im nächsten Jahr erscheinen soll, sondern erst 2025, also noch eine ganze Zeit weg. Und dementsprechend diese Einnahmen über dieses Spiel natürlich auch noch ein bisschen in der Zukunft liegen. Das hat die Aktionäre jetzt etwas enttäuscht und deshalb ist die Aktie rund 5% nach unten eingebrochen. Etwas deutlicher war der Einbruch aber noch bei Palantir. Auch die haben wir ja schon mal besprochen, auch im letzten Aktien-Roundup. Da geht es um Datenanalyse für große Datenmengen. AI-Themen sind da immer ein großes Thema, also künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Was ist eigentlich passiert? Zuletzt gab es so ein bisschen Auftragszurückgänge, insbesondere ein Vertrag mit dem US-Militär. Dann gab es auch Veräußerungen von Anteilen an dieses Unternehmens und die Aktie ist daraufhin wirklich deutlich eingebrochen. Also 15% ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Man muss aber sagen, das Niveau ist trotzdem relativ weit oben geblieben. Man ist nicht mehr auf den Niveaus natürlich zu der großen Technologiezeit. Man hat sich hier aber in der relativen Seitenzeit ganz gut nach oben geschlängelt. Jetzt gab es diesen deutlichen Rückgang der Aktie, aber man befindet sich hier immer noch über der 200-Tages-Linie, also immer noch auf einem relativ positiven Trend, muss man sagen. Das waren so die Aktien-News der Woche. Wie gesagt, relativ wenig los, eine relativ ruhige Woche auch für die Einzeltitel. Und tatsächlich geht es auch relativ ruhig diese Woche weiter, zumindest was halt die einzelnen Titel wirklich betreffen. Wir haben noch ein paar große, spannende Unternehmen, die wirklich Earnings rausbringen. Wir haben Adobe natürlich als großen Konzern für alle, die Photoshop, Adobe Illustrator oder ähnliches verwenden. Wir haben Costco Wholesale, den großen Supermarktkettenbetreiber in den USA, der ja viel gefeiert wurde und auch in den letzten Wochen wieder stark zugelegt hat. Wir haben in der Investmentwerkstatt darüber schon gesprochen, wir werden es aber intensiv tun an diesem Donnerstag, da werden wir wirklich uns Costco nochmal genau ansehen. Lenner und Darden, das sind auch noch weitere spannende News quasi der Woche. Was ein bisschen spannender wird, wenn man natürlich etwas auf den breiteren Markt schaut. Wir kriegen Inflationsdaten aus den USA. Da erwartet man keine großen Änderungen, leicht Rückgänge, insbesondere natürlich von den Energiepreisen getrieben. Kerninflationsrate soll daher auch konstant bleiben. Das ist schon mal nicht schlecht. Wichtig und spannend werden dann Mittwoch und Donnerstag die Zinsentscheide, einmal der FED und dann der Europäischen Zentralbank und natürlich auch die Kommentare rund um diese Zinsentscheide herum. Was steht bei uns noch an?
Ja, heute gibt es noch Teil 4 des Basiskurses. Wir schauen auf die Branchen und den Jahresbericht. Wir werden uns auch noch ein paar Wertpapiere anschauen, aber jetzt geht es in Richtung Analysieren, Investieren. Wie kann man dort vorgehen? Das ist jetzt Teil 4 des Basiskurses, heute um 16.45 Uhr. Dann Donnerstag Aktien-Roundup. Wir werden auf SAP blicken, eine weitere Schlagzeile des Aktionärs. Viel hoch und runter ging es dort in den letzten Wochen, auch was die News betrifft. Die Aktie ist allerdings weiter gestiegen, zuletzt auf Rekordhochs. Auch da werden wir einen Blick drauf werfen. Und dann, wie gesagt, ich habe es angesprochen, am Donnerstag geht dann richtig los mit der ersten vollständigen Analyse in unserem neuen Depot. Und ja, da auch noch ein paar Updates zu den zuletzt gekauften Titeln von uns. Das war Market Roundup für heute. Wie gesagt, relativ schnell vorbei, denn relativ wenig auch los. Aber trotzdem sehr, sehr spannend, was diese Woche noch passieren wird. Der DAX, man sieht es hier unten immer noch leicht im Plus, mit keinen großen Sprüngen, aber kontinuierlichen Sprüngen. Ähnliches für den Bitcoin. Dementsprechend verabschiede ich mich an der Stelle und wir hören uns dann später. Bis dahin, tschüss.